Die Nachhaltigkeit der Fische ist ein ganz besonderes Anliegen, was wir seit vielen, vielen Jahren verfolgen. Und wir haben angefangen damit, dass wir gesagt haben, wir verwenden keine Fische mehr, die südlicher als Hamburg schwimmen. Das ist für uns eine Aussage. Wir sind etwa 150 Kilometer nördlich von Hamburg. Das hat uns einfach eingegrenzt. Und durch dieses Eingrenzen, das haben wir freiwillig gemacht, mussten wir einfach viel mehr hinschauen, was es insgesamt alles gibt. Und damit sind wir viel stärker auf die Jahreszeiten der Fische eigentlich eingegangen. Haben nicht entdeckt, sondern haben wieder viel stärker begriffen, dass nicht nur Gemüse und Obst Jahreszeiten haben, sondern dass Fische auch Jahreszeiten haben. Dadurch wird auf der Speisekarte automatisch findet mehr Abwechslung statt. Wir haben viel mehr Genuss. Wir müssen allerdings auch verzichten. Aber Verzicht hat den Vorteil, man freut sich wieder auf etwas, was bald wieder gibt und das dann in bester Qualität. Das andere, was der Verbraucher dann eben auch, oder was sehr wichtig ist für einen Verbraucher, er braucht das Wissen. Er braucht einfach Informationen. Und wenn wir das in der Gastronomie vorleben, und für mich ist Nachhaltigkeit hat was mit kulinarischer Verantwortung auch zu tun. Und wenn wir das in der Spitzengastronomie eben auch tun, dass wir sagen, wir leben das auch, dann kriegt das auch der Endverbraucher mit. Irgendwann merkt er auch, dass das, was in der Fischtheke normalerweise stattfindet, eigentlich ein Produkt ist, was über 365 Tage im Jahr da drin liegt. Aber das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Und er wird immer daran interessiert sein, dass er ein gutes Produkt kriegt, ehrlich, im Kreislauf der Natur gewachsen, nicht bestrahlt und nicht begast. Wenn er diese Informationen aber auch hat, wird er automatisch auch ein anderes Einkaufsverhalten an den Tag legen, wie es heute einfach ist. Und ich denke mal, die Zeit ist mehr als reif, dass wir das auch tun können. Und ich glaube, wir schaffen das auch.